Hi Leute und willkommen zurück zu Kirby in das vergessene Land. Wir möchten uns einer neuen Herausforderung stellen und... Oh, mit den Bomben, perfekt. Und guck mal, was wir da alles so kriegen können. Wahrscheinlich wieder einfach nur ein Sternchen. Sehr gut. Fahren wir nicht hoch oder fahren die anderen Sachen runter? Wow. Ach Mist. Mann! Kirby! Okay, jetzt habe ich es definitiv versaut. Einfach nur, wow. So. So. Endlich, wow. Habe ich das denn so hart versaut gerade die ganze Zeit? Na gut. Die Zeit ist jetzt ultra schlecht. Aber wenigstens fast die letzte Station. Moment, dafür, dass ich so viel versaut habe? Oh, die Zeit gar nicht so doof. 1,19. Wow. Ich hätte damit gerechnet, dass wir 40 Sekunden haben. Also ich habe nicht drauf geachtet am Anfang. Aber wow. Das ist sehr gut machbar eigentlich. So, dann möchte ich aber... Oh, guck mal. Lebenspunkte wurden wieder regeneriert. Ich möchte mir jetzt aber trotzdem nochmal neue Lebenspunkte abholen. Übrigens können wir hier auch nochmal was machen. Machen wir gleich. Wir haben noch was freigeschaltet, was wir noch gar nicht ausprobiert haben. So, hi. Yep, nehme ich. Kaufen. So, dann nutzen. Wieder mitnehmen. So, wir haben nämlich noch hier unten rechts, glaube ich, was. Genau, hier. Wir können auch angeln. So, Flinkfischen. Drück die richtigen Knöpfe. Wow. Beißt einen Fisch an. Werden Knöpfe eingeblendet. Drücke rasch im richtigen Knopf, in den richtigen Knopf. Lass keinen Fisch entwischen. Fängst du mehrere Fische in Folge. Beißt schließlich ein großer an. Reagiere schnell und erziele einen Highscore. Also mehrere Fische in Folge, okay. Dann, go. Yay, 175 Gramm. Ich finde gut, dass sie es so gemacht haben, dass man hier eine Richtung hat und nicht einfach nur einen Buchstaben. Weil irgendwie kommt man manchmal, ich zumindest, mit X und Y so ein bisschen durcheinander. Ich finde, die hätten sie noch farbig machen müssen, wie früher. Aber irgendwie... Irgendwie machen sie es nicht mehr. Keine Ahnung warum. Okay, weiter. Oh, nice. Wie groß werden die Fische? Okay. Sind wohl noch ein Tickchen größer. Mal gucken. Ich glaube, wie sich anstrengt. Vielleicht viermal das Maximum? 8000? Okay.
wieder nur 4. Hm. Ah, der ist wieder kleiner geworden. Weil wir schlechter gedrückt haben, oder? Woran liegt das? Oder ist das wirklich 8000 hier so das Maximum? Okay. Na, so kann man jetzt ein bisschen seinen Haushalt hier aufstopfen, wenn man Bock hat. Nur ein paar Knöpfe drücken. Au. Oh, 5, 6. Oh, da hätte ich aber schnell drücken müssen. Weil ich ja gerade reingezogen wurde, voll gut. Es geht also noch größer. Oh, ich habe doch X gedrückt. Das war echt zu langsam. Wow. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ich will so einen Riesenfisch rausholen. Ah, falsche Taste. Bin auf A gekommen. Das war ja geil, hast du. Hä? Oh, nur 3. Hm. Ja, wir haben es ein paar Mal versaut, deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder von vorne anfangen, so ein bisschen. So, gut. Hoffen wir, dass wir das gleich hinkriegen. Bisher war der letzte bei dem Extra immer X oben, halt zum Rausziehen. Ach, jetzt bin ich auf Y gekommen. Das sieht super aus. So, hier ein kleinerer Fisch. Aber ein Fisch eigentlich Taucherbrillen hier im Spiel. Das ist auch nur Kirby. Schließlich seine Welt. Na, Rekord, okay. So, dann hoffe ich, dass wir jetzt endlich mal einen Riesenfisch rausziehen. Ja! Das ist immer X als letztes gewesen. Wow! Schon kein Fisch mehr, das ist einfach nur Brocken. 500, nice! Oh! Ah, hat sich sogar noch gelohnt. So, ist wahrscheinlich der Fisch. Nee, Kirby beim Angeln. Ah, es geht auch nichts über eine entspannte Angelzeit am Teich. Hey Kirby, nicht lösen. Oder glaubst du, der legendäre Kölnde Fugini, von dem man die ganze Waddle die Stadt munkelt, angelt sich im Schlaf. Okay. Geht's noch höher? Hm. Okay, das ist nur normaler wieder. Genau 8000. Gut, damit beenden wir dann auch. So, aber hier kann man echt gut Punkte machen. Hast du was zu erzählen? Ne, dann grüßen wir dich wenigstens. Oh. Was ist das?
Okay, wir sind erster Platz mit 9500. Die anderen sind auch von uns, oder? 1,87 Sekunden, 2,03 Sekunden. Achso, es geht wirklich nach Zeit. So, und das ist dieses Riesenviech. Hi. So, hinsetzen, angucken. Warum ist das immer für dieses Ausrufezeichen? Ja, wow. Ne? Keine Ahnung. Egal. Oh, oh. Kleine Geheimnisse. Das interessiert ihr nicht. Okay, interessiert ihr nicht. Aber schön, dass wir so einen Riesenfisch schon mal gefangen haben. Aber hiermit muss man doch auch noch irgendwas machen können, oder? Außer als Aussichtsplattform zu nutzen. Haben wir mit dir schon mal geredet? Geht gar nicht. Sieht so gut aus. So, dann können wir hier nochmal ran. Bei Serie 3 haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Oh, 50 gleich. Aha. Diese Bohrvariante taugt zwar nicht zum Schreiben, es hat dafür aber ganz schön in sich. Wenn es... Denn mit ihr kannst du aus dem Boden schnellend Bleistiftraketen abfallen. Okay. 50. Ganz schön teuer. Das ist das Endgame nachher. Yay. Kirby erzielt Zugriff, bla bla bla, Forschungsfokus. Gestreckt oder zusammengefaltet kann Kirby Items erreichen oder Angriffen ausweichen. Ist er gestreckt und spuckt die Hebebühne aus, erreicht er selbst hohe Plattformen. Ihr kriegt nur gute Sachen, oder? Ich habe schon 50 investiert. Naja, gut. Na, dann sind ja gute Sachen. Yay, Gleiter. Bogenstopfer Kirby. Diese Gestalt ermöglicht es ihm, durch die Lüfte zu gleiten. So gelangt er durch enge Passagen und kann mit einem Schraubenangriff, achso, Gegner ausschalten. Na dann, guter Flug. Guten Flug. So. Cool, cool. So, dann haben wir die drei Automaten fertig. Hier waren wir... Nein. Hier waren wir immer noch nicht drin, aber das machen wir jetzt auch nicht mehr. Wir möchten... Warum habe ich eigentlich... Moment. Ich wollte mir den Bombenhut holen, oder? Egal. Wir gehen erstmal hier rein und gucken mal, was uns erwartet. Marsch auf der Inferno-Straße. Wobei, zeitlich sieht das ein bisschen doof aus. Okay, wir gehen doch mal zur Valerie-Stadt. Gucken uns eins der Videos an und gucken, ob das irgendwie was Altes ist oder doch irgendwie was ganz anderes. Ist so eine kleine Aufführung passiert. Ich habe keine Ahnung. Und dann, ja, filmen wir damit die Zeit heute mal. Achso, nein, 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 nein. Ich will das da haben. Favorit. Aber wahrscheinlich Favorite nicht ausrüsten. Verstehe ich nicht, egal. Wird viel mehr Sinn machen. So, dann hier rein. Hi. Willkommen im Waddle Dee Kino. Ausgezeichnetes Timing. Wir haben einen neuen Film im Programm. Also, was möchtest du dir ansehen? Wie wir hier gelandet sind. Erste Tour. Ach, das war das mit dem Lied, ne? Da hat vorher das Auto verstopft. Nee, warte mal. Das hat er vorgemacht. Ja, und was war das? Der Film über den Fall auf die Trümmerstadt beginnt in wenigen Augenblicken. Bitte alle auf ihre Plätze. Okay, jetzt muss ich extra reinlaufen.
Aber Elfelin eigentlich ist so ein Loch im Ohr. Also, dass sowas weggeknabbert ist. Oder soll es einfach nur ein bisschen asynchron sein? Möchtest du einen weiteren Film ansehen? Ja, warum nicht? Wen haben wir noch? Ist da, wo wir ihn befreien haben? Sehen wir, wie er gefangen genommen wurde und wie wir ihn befreien. Ist ja auch schön. Ist mir gerade, vielen Dank. Achso, das ist einfach nur jetzt. Muss ich wegklicken. Ich muss die retten unbedingt. Okay, gut. Ich muss ja auch noch wirklich selber klicken. Das ist doch gar kein Film. Hör auf, mich zu verarschen. Ah. Na toll. Anderer Film. Haben wir noch irgendwas anderes Cooles? Bosse? Haben wir dann eine Tasche? Gucken wir uns das nochmal an. Das ist nie passiert. Wir haben das Ding zerstört. Mit Bomben eingedeckt. Einsame Kämpfer, Metanight. Das war's. Ah, okay. Der Böse. Der hat auch irgendwie was unter den Augen. Das sieht irgendwie anders aus. Wahrscheinlich ist er besessen. Die Augen selber sehen ja auch anders aus. So, und das war's. Moment, eins. Geht das hier noch weiter? Nee, wir landen automatisch dann. Aber hier ist nicht der Filmstreifenende. So wie hier am der Anfang links von dem Bild jetzt quasi, ist hier nicht das Ende. Hm. Das heißt, da könnte noch ein bisschen was lauern. Ich bin gespannt. Okay, gut. Wir können aber nicht wirklich was machen. Oh, was haben wir hier? Auf dem Flugplatz steht ein Geschenkcode. Kirby Story. Löse den einmaligen verwendbaren Code beim Waddle Dee Fahrservice ein. Kirby Story. Okay. Alles groß geschrieben wieder. Kirby Story. Hi. Ja. Online-Verbindung? Was? So, wir machen erstmal wieder alles groß. Kirby. Ups. Story. Prima, dieser Code ist gültig. Okay, in unserem Haus. Yay! Neues Geschenk. Na, ach komm. Ein Geschenk mit dem. Ja, ist eingetroffen. 300 Sternmünzen. Aha. Vielen Dank, nehmen wir. Sind wieder reich. Richtig, richtig reich. Nee. Noch mal angeln möchte ich nicht. Wir haben bereits diese Riesenviecher gesammelt. Du hattest doch auch schon irgendwas, mit dir haben wir noch nie geredet. Wie geht's dir? Man nennt mich den Waddle Dee Gelehrten. Kurz nach meiner Ankunft bin ich über diese mysteriöse Buche gestolpert. Es sind sämtliche Fundorte unentdeckter Baupausen. Das, was wir brauchen. Geil. Außerdem werden darin, wie aus Geisterhand, Highscores und noch viele andere Informationen aus aller Welt verzeichnet. Das interessiert mich nicht. Nein. Die Blaupausen für eine Neuentwicklung von Kugelblitz ist irgendwo in Invasion im Horrorhaus. Im Gebiet von Daria Ruinen versteckt. Invasion im Horrorhaus. Da müssen wir hin. Okay. Na, sie scheint am Ende des Lochs. Was? Sie scheint am Ende eines Lochs in der Wand zu sein. Halte Ausschau nach einer grünen Münze. Na, du hast auf einem Abenteuer bisher deine 95 Mal Objekte eingesaugt. Okay. Drück L und R, um gegnerische Angriffe zu blocken und weniger Schaden zu erleiden. Willst du noch mehr fahren? Nee. Toll, jetzt hab ich schon wieder vergessen, wo ich hin musste. Irgendwas mit der grünen Münze und Daria. Irgendwas Zeug. Von Daria irgendwas. Das war doch irgendwo hier. Von Daria.
Invasion im Horrorhaus, da war's. So, grüne Münze. Aber, das machen wir nicht jetzt. Ich will es eigentlich freischalten. Sondern beim nächsten Mal. Hier war das gar nicht, ne? Im Einlösen von dem Ding. Geil. Wir werden uns hier nochmal ein bisschen umsehen, nach einer grünen Münze gucken und hoffen, dass wir es dann finden. Ich will eigentlich dieses Upgrade haben. Ach, aber schön, dass man das irgendwie doch noch erfährt. Gut, dann werden wir hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.